Doch als die Blüte zu Boden sank, da erhob sich aus dem Sand eine Stadt. Goldene Kuppeln spannen sich über marmorne Hallen, Türme recken sich schlangengleich in den Himmel. Brunnen und Seen sprudeln übermütig und der Duft von tausend Rosen schwebt über den Gassen. Schiffe mit vor Stolz geschwellten Segeln verließen den Hafen, schwer am Wasser, ob der Reichtümer, die in ihrem Bauch geborgen lagen. Und in einem weißstrahlenden Palast erhob sich über der Stadt und spiegelte in sich tausendfach im Wasser des Sees. »Dies ist Zorrigan«, sprach der Djinn, und seine Stimme war ein ehrfürchtiges Rauschen. »Dein Wunsch, junger Meister, ich habe dir die Rose Araniens gegeben.« Und Yasar ging hinab und fand alles, wie es der alte Mann gesagt hatte. Aus dem Märchen Yasar und die Zauberrose. Irmandas, du sitzt auf dem gemütlichen Bett, ziehst dir noch die letzten gesplitterten Hölzer des Bambuswedels aus deinem Bauchraum und blickst mit einem gequälten Gesichtsausdruck zu dem Magister, der in der schwarzen Robe neben dir steht, und auf den bewusstlosen bzw. ins Traumreich geprügelten Diener blickt. Wer hätte gedacht, dass ein Bambuswedel eine solch schmerzhafte Waffe sein kann? Das ist in unserer Zeit eine verlorene Kunst. Der Pantelio steht mit dem Rücken zu dir und hört sich gerade noch sehr angestrengt um, nachdem er den Zauber hat fallen lassen, als der letzte Diener auch fiel. Ich denke, ihr habt einfach die Umstände unterschätzt. Ja, oder wie sehr dieses verdammte Bett federt. Dass es so weich ich bin. Vermutlich wäre er auch nicht fortgekommen, hätte dir ihm einfach nachgelaufen. Nun, dafür ist es zu spät. Er blickt sich um auf die Sauerei, die hier sich wohl ausgebreitet hat. Sollten verschwinden. Schnellstens. Hier entlang, denke ich. Und er zeigt auf den am weitesten entfernten Ausgang. Ja, aber warte. Wir können das so nicht hinterlassen. Hilf mir, wir packen uns die zwei und schieben sie unters Bett. Totenangst, sagt mir jetzt. Ich würde es bevorzugen, dies nicht zu tun. Verdammt nochmal, reiß dich zusammen. Wir haben wirklich keine Zeit. Daran hattest du recht. Nun, dann wird die große Blutlache wohl auch nicht von alleine verschwinden. Wen interessiert es, ob die Leiche noch hier ist? Kommt vielleicht, Scheiße. Alleine kriege ich das nicht hin. Ja, dann. Geht schon. Und dann tun wir exakt das. Ja, kurz davor greift Diamantis noch einmal unter seinen Mantel an seinen Gürtel. Eine Fiole, die er entkorkt und kräftigen Zügen runterkippt. Wisst ihr, da sind Einbären drin. Ihr solltet nicht so viele trinken, das macht abhängig. Naja, für dieses Gefühl, ich fühle mich wieder großartig. Genau deswegen. Ja, die Wunde am Kopf ist gänzlich verheilt. Was war denn das, ein Heiltrank E? Das war ein Heiltrank E. Richtig. Wo hast du einen E-Haltrank her? Hast du von dem Schicksalspunkt gekauft, korrekt? Das heißt, du hast keinen Schicksalspunkt diese Sitzung? Das ist richtig. Das ist der Deal, der mir angeboten wurde und den ich angenommen habe. Gut, daher kommt er. Noch Frage. Der kommt jetzt also aus dem Nichts. Mit unseren Vorräten befindet sich kein solcher. Wir hatten einen in unseren... Diamantes hat einen, okay, gut. Und den hat er für Elburum mitgenommen. Alright, ich wollte nur darauf hingewiesen haben, dass das Schiffsinventar keinen solchen hergibt. Also er hatte ihn nicht im Gepäck und für eine kleine Änderung der Realität, du weißt das, du hast das ja auch neulich schon gemacht. Ja klar, wie gesagt, ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir, wie gesagt, keinen auf Lager haben, den er hätte mitnehmen können. Ja. Aber wenn das aus seinem eigenen Vorrat ist, who cares, I don't... Gut. Hey. So, Zepedilio ist bereits verschwunden. Du siehst noch einen Vorhang vor und zurück flattern, wo er gerade durchgegangen ist. Ja, ich blicke nicht mehr zurück und schnellen Schrittes marschiere ich ihn hinterher. Den kann man ja leider nicht alleine lassen. Gib mir mal eine Sinneschärfeprobe hören. Beide oder nur er? Nur der macht es. Hm.
Du hörst, gerade als du dich durch den Seidenvorhang schieben willst, wie wohl jemand die Treppe nach unten geht und jemand von dort kommt, wo ihr wart. Eine Person? Also so genau kannst du es nicht hören, jemand. Ja, shit. Dann geht das hier Ganze ein bisschen schneller. Ich marschiere trotzdem weiter. Gut. Also schnellen, eiligen Schrittes, um Sepetilio einzuholen und ihn etwas, um das Gleiche zu bitten. Der hatte sich gerade umgedreht, um zu schauen, wo du überhaupt bleibst, als du durch den Vorhang geeilt kommst und scheint das Signal zu verstehen. Dann bist du dann schon an ihm vorbei, bis er sich wieder umgewandt hat und dir hinterher eilt auf den nächsten Türdurchgang zu. Was denkt ihr, wo lang jetzt? Runter. Wir wollten runter. Ihr könnt das leise Brummen von höchstwahrscheinlich Raphim hören hinter einem der Schleier. Hier dann wohl. Dann geht's mutig hindurch. Wenn Diamantus es eilig hat, muss die Kacke am Dampfen sein. Dann könnt ihr erkennen, wie die drei anderen, Boltax, Abelmir und Raphim, vor einer Galerie stehen, einem Rondell, was wohl nach unten führt. Ein Geländer, was nach unten reicht, ein paar Säulen und stehen dort wohl und hören zu. Boltax wollte wohl eben gerade noch rüberklettern, hat sich jetzt aber wieder mit seinem Beinchen wieder auf die richtige Galerie gestellt, sodass er dann nicht nach unten klettert. Ah, da seid ihr. Ohren, ich halte meinen Finger vor den Mund. Hey, wir könnten ein Problem haben. Also, wir haben definitiv ein Problem. Könntet ihr genauer werden? Es sind Leichen aufgetaucht und es werden Fragen gestellt werden. Wen habt ihr umgebracht? Nun, ich gucke dabei nicht Diamantis an, sondern Sepetilio. Ich schwöre euch, ich habe niemanden umgebracht, Boltax. Nun, könnte unser Sepetilio besser schleichen, dann müsste niemand sterben. Hättet ihr nicht sofort zu einem winzig kleinen Mord gegriffen, wären jetzt auch keine Leichen aufgetaucht. Sei es drum, was haben wir hier? Sulamin, da unten mit den beiden anderen Geweihten. Dort unten. Könnt ihr uns leise hinabbringen oder ungesehen vor allem? Um das Leise könnte ich mich kümmern. Ungesehen ist nicht mein Teil meines Repertoires, nein. Vielleicht sollten wir eine Treppe suchen. Hinab hingegen lässt sich einrichten, wenn ihr wollt. Das ist gut. Wenn Boltax es leise machen kann, können wir auch springen. Ja, das kann ich. Sollten wir nicht erstmal warten, was da unten überhaupt passiert? Habt ihr denn den Gürtel aufgespürt? Naja, bisher nicht. Zulamin, du kannst sehen, wie wohl der Abt Asaban von Zorgan zu Janka dann um die Statue herumgetreten ist, ebenso wie du schon einmal getan hast. Die Statue ist perfekt gearbeitet, als würde sie fast lebendig aussehen. Sie trägt allerdings keinen Gürtel. Und je nachdem, wie nah du rangehst, kannst du auch riechen, dass er wohl riecht nach Erde und nach... Es sind keine Rosen, schon irgendwie blumig, aber eher nach Pfirsichen, würdest du meinen. Diese Statue riecht nach Pfirsichen und nach Frische. Gleichzeitig nach Leder und Erde. Ich habe ja in der Vergangenheit wohl schon sehr oft vor dieser Statue gestanden. Hatte sie diese Merkmale damals auch? Sie sieht im Prinzip identisch aus, aber damals fehlte ihr etwas. Magie oder so, dieser Zauber, also es ist nicht so, dass du was spüren könntest, aber die Statue sieht tatsächlich so aus, als könnte sie jeden Moment losgehen oder rennen. Also sie in ihrer Bewegung begriffen lebt sie. Also es ist nichts Konkretes, oder? Es ist mehr so die Ausstrahlung. Also es ist jetzt nicht so, als wären die Farben verblasst in meiner Zeit, sondern... Ja, Zulamin umrundet diese Statue und nimmt diese seltsame Präsenz wahr, die bei dem Stück in der Gegenwart fehlt und
Naja, bleibt dann neben Asaban stehen. Was denkt ihr, Tavilasun? Absolut erstaunlich, würde ich meinen. Ich habe noch nie einen Steinmetz gesehen, der so filigran arbeiten kann. Haltet ihr es denn für eine Statue? Nun, zumindest wurde es uns als eine solche Statue beschrieben. Und er fisst sie dann einmal an, gibt natürlich einen argwöhnischen Blick von der Satrapina, die dann auch herantritt und ihre Hand an die Peitsche greift. Sie zieht sie nicht vom Gürtel, aber sie hat eine Peitsche dabei mit ekelhaften Widerhaken. Schaut so ein bisschen drohend. Ganz plötzlich. Und der Abt Asaban lässt sich allerdings nicht verunsichern und streichelt dann mal so ein bisschen über diese Statue. Sie ist kalt. Das ist Stein. Ich bin jetzt kein Steinmetz. Aber das ist wie auch in Elberum, der weiße Stein. Gudamin sieht die Belkelel-Priesterin an. Diese Statue ist wirklich ganz bemerkenswert und ihr sagt, sie werde erwachen, wenn Erkesh in Not sei? So wurde es uns vom Rashtul al-Sheikh versprochen. Nun, die Krieger standen damals gemeinsam im Feld. Nun, wenn man sie so ansieht, dann glaubt man es, nicht wahr? Ich muss es nicht glauben, ich weiß es. Die Statue hat sich zwar nie bewegt, aber diese Geschichten, die erzählt werden, sind keine Märchen. Es ist die Wahrheit, auch wenn sie lange her ist. Sulamin nickt und betrachtet nochmal so die Hüftgegend von dieser Statue. Aber nun ja, wenn da kein Gürtel ist, dann nickt sie. Ihr seht so aus, als würdet ihr etwas anderes suchen. Ich dachte, wie kommt ihr darauf? Deswegen gekommen. Ihr seid eine aus Yol'Fasar. Jeder von euch, der hier aufschlägt, kommt wegen der Statue und an jeden von ihnen muss ich ermahnen, dass er seine Finger bei sich behält. Dies ist ein Siegelstein. Aber ihr seht nicht so aus, als ob ihr euch für die Statue interessiert. Nun, wenn er, wie ihr sagt, ein Siegelstein ist, so bin ich nicht gewillt, diesen wegzunehmen. Denn möchte ich wirklich die Sünde auf mich laden, das Böse zu entfesseln? Gerade wenn ihr eine Priesterin seid, einer Entität, die doch gemeinsam mit meiner Herrin agiert. Gemeinsam, sagt ihr? So kann man das fast ausdrücken, nicht wahr? Sind unsere Göttinnen einander nicht eher entgegengesetzt? Sie schaut verwirrt. Wie kommt ihr darauf? Sie vertreten die gleichen Aspekte. Nun, meine Göttin ist der gebende Aspekt. Eure ist der nehmende. Oder lehrt man es hier bei euch anders? Aber das muss ich doch nicht ausschließen. Meine Herren ist zornig, ja. Aber dennoch vertreten sie die gleichen Aspekte. Ich muss sie besänftigen. Was will eure Göttin? Ein angebrachtes Opfer. Sie ist hungrig. Dieser Siegelstein, ist er ihr zugeordnet und sind das die anderen auch? Nein, dieser Schlussstein ist dem Stadtgott des Krakjakesh zugeordnet, dem Balad Kelefatan. Wir haben einen eigenen Schlussstein bei uns am Tempel. Und im Avesha-Tempel gibt es einen weiteren. Oh. Ich habe beide Tempel bereits besucht. Im Avesha-Tempel habe ich diese Blüte bewundert. Und nun ja, euer Tempel verfügt über die Surab, aber das ist nicht das Siegel, oder? Nun, ihr genießt zu diesem... Ihr seid wohl hohe Würdenträger. Zumindest wurde sie die Herrin dieses Abtes, Asaban,
von Sorrigan wurde gesagt, dass sie eine hohe Sultana sein soll. Dementsprechend führe ich euch hier runter aus Höflichkeit. Aber und dafür danke ich euch sehr. Einem jeden anderen ist der Zutritt zu den Schlusssteinen nicht gewährt. Nun, das verstehe ich, wenn sie von solcher Bedeutung sind. Derweil, oben, 2 Stockwerke, 7 Meter höher. Boltax, du kannst es einmal rascheln sehen zu deiner Rechten und du siehst, wie eine der Schleier beiseite gezogen wird und dich ein Gesicht anblickt mit einem, es muss ein Nikab sein, verschleierte Augen, komplett in Schwarz verhüllt, so ein bisschen gedrungene, gebückte Gestalt. Das sieht nicht so aus wie die üblichen Diener, die du hier bisher gesehen hast. Ich wirke ein Silenzium, Psst-Variante. Um die Person erstmal ruhig zu stellen. Sag mir doch bitte die, oder ich würfe ihn erstmal und dann gucken wir, ob die MR offen ist oder eben nicht. Ja, mach das gerne. Okay, dann gucken wir mal. Silenzium in der Psst-Variante. 17 würde ich schaffen. Ich würde also das gerne. 17 schaffst du auf alle Fälle, ja. Gut. Super. Dann ist, ich gebe einen ASP aus und das ist insgesamt für eine Kampfrunde. Spielrunde, also 5 Minuten. Ja, er scheint euch auch zu sehen. Er fächert dann hier auseinander und du kannst, er oder sie, du weißt nicht, was das für eine Person ist, ist zumindest gebeugt. Wirklich Geschlechtsmerkmale kannst du unter dem Nikab nicht erkennen und dann siehst du eine zweite Person, die da wohl gerade raustritt. Und jetzt siehst du dann wohl auch, dass sie an ihrem Gürtel Säbel tragen. Okay, dann mache ich ganz generell nochmal ein Silenzium um uns herum für den Kampflärm, der wohl offensichtlich jetzt gleich ausbrechen wird. Ich denke, die anderen kriegen auch mit, dass ich zaubere, oder? Ja, ihr dürft mal eine Sinneschärfeprobe würfeln. Und Boltax hat das eben aus dem Augenwinkel gesehen, wo wenn euer Fokus gerade unten ist, auf der Szenerie von Zulamin, wie sie da um die Statue herumstreicht. Ich würde den Silenzium gerne klein halten, also auf unsere Ebene beschränkt. Und ja, auch für eine Spielrunde. Also, Abelmir, die Punkte reichen mir, du bekommst es dementsprechend auch mit. Ihr dürft dann maximal orientiert starten, solltet ihr irgendwas vorhaben. Und während ihr das Ganze bemerkt, wie wohl mittlerweile die Stimmen von unten wegbleiben und selbst das Rauschen in eurem Kopf, das Rauschen des Blutes aufhört, könnt ihr wohl sehen, wie eine weitere Gestalt im Nikab nach draußen tritt und euch beachtet, mustert. Sie scheinen wohl kein Problem mit dem Silenzium zu haben. Und dann eine weitere Gestalt. Ich will auf jeden Fall dann meinen Säbel ziehen, auf jeden Fall. Kann ich Boltax Aufmerksamkeit erregen? Ohne zu wedeln oder so. Kann ich mich auf die Schulter tuppen oder bin ich zu weit weg? Du müsstest an Rafim und an Abel mir vorbei. Ja, das will ich langsam tun, wenn sonst nichts passiert. Gut. Und ihm dann, ich tippe ihm dann auf die Schulter und wenn er mich ansieht, deute ich ihm Echsen. Dafür gibt es ein Symbol, oder? Ja, auf. Vermutlich deute ich Zar oder so und er wird schon schnallen, dass es Echsen bedeutet. Da darf Boltax aber mal auf. Attack würfeln. Ja, auf Attack. Also das Wort für Echsen gibt es auf alle Fälle und ich würde da Boltax auch eine kleine Erleichterung von 2 Punkten geben, aber. Alles klar. Ich habe ja auch Tierkunde, Talentspezialisierung, Drachen und Echsen. Nein, ich weiß. Ich weiß natürlich. Das war ja auch eher der Gag. Ja, aber ja, easy geschafft. Mit einer 2-Erleichterung sogar noch besser. Mhm, gut. Ich nicke. Ja, die treten erst einmal an die Galerie heran und sehen nicht so aus, als würden sie euch angreifen wollen. Aber wenn Abelmir seinen Säbel zieht, dann wird wohl eine weitere Person ebenso den Säbel ziehen und sich dann abwehrend dahinstellen. Weiche dann vielleicht doch wieder 1-2 Schritte zurück. Irgendwie in diesen Turm. Nee, wenn du neben mir stehst, bist du schon ganz weit hinten. Also weil ich ja am weitesten vorne gestanden habe, weil ich als... Seht ihr die Karte an, vielleicht? Hm, okay. Warte. Nee,
kann nicht sein. Ich habe doch, ja, genau so ist es. Stimmt, ja. Nein, ich dachte, die kommen aus, warte, aus diesem Torbogen raus. Nee. Das wäre ungünstig für uns. Ja, genau. Ich war etwas verwirrt, aber nein, alles wunderbar. So ist es vernünftig. So, ich würde erstmal entspannt weiter darauf achten, was die machen. Ich würde. Mein Dolch habe ich ja in der Hand, also. Ne? Da muss ich jetzt keinen ziehen, oder? Ja, dein Dolch hast du in der Hand, das ist okay. Ja, also wie gesagt, es gibt einen Elemit, der in abwehrender Position steht mit seinem Säbel, um die drei anderen zu verteidigen. Und die anderen treten erstmal an die Galerie heran. Kann man irgendwie auf Götter und Kulte oder Geschichtswissen oder irgendwas würfeln, um die zu erkennen? Boah, also das Wappensymbol hatte ich oben schon mal angesagt, da hattet ihr es nicht erkannt. Da waren wir nicht da. Da wart ihr nicht da. Ja, richtig, das waren ja euch und Tilio. Ach richtig, genau, das wart ihr beide, die hattet ihr oben noch gar nicht gesehen. Dann ist es eine Heraldikprobe. Für Raffin also schaffen wir halt eh nicht. Aber. Ja, Raffin ist es aber nicht verschwert. Ah, bin zu dumm. Leider. Ich habe keinen Heraldik. Also den Aal hast du schon mal gesehen. Ja komm, Abel, mir schafft das gerade so. Selem. Beziehungsweise Elem. Du bist dir nicht ganz sicher, wann die Stadt untergegangen ist. Ich würde erst probieren, anfangen zu sprechen. Dann merke ich, dass ich nichts höre oder nichts sagen kann. Und dann würde ich auf Attack weiterführen. Sie kommen aus Elem. Was wollen die hier? Ich zeige das Symbol, was mir eben gerade noch unser guter Serpentilio gezeigt hat. Echsen. Dann zeige ich zu Raffim. Echsen. Habe ich dann eine Chance mitzukriegen, dass da oben Leute Positionen einnehmen? Oh, also du hast zumindest deine Kameraden oben gesehen, ne? Ja. Dann gebe ich dir eine Sinnesschärfeprobe, dass irgendwas da nicht stimmt, ja? Gebe ich dir. Boah, ist das ein mieser Wurf. 6. Also du erkennst das... Also den Silentium spürst du dann nicht. Du kannst dich weiter unterhalten. Ich hoffe, die Blase von Boltax ist klein genug. Aber du siehst, dass sie angespannt sind da oben. Und dann stehen die Elemiten wohl so in den Schatten an der Galerie, dass du sie nicht erkennst. Also du weißt, dass sich irgendwas da oben verändert hat. Und dann könnt ihr sehen, wie die gewaltigen, riesigen Mannwitter mit einem eingezogenen Kopf durch den Türspalt hindurchtreten. Mit ihren Hörnern reißen sie wohl den Schleier tatsächlich auch fast ab, sodass sie dann sich selbst in diesen Schleier einwickeln. Der erste tritt heran und der zweite tritt dann ebenso heran. Meine Blase ist in der Tat klein genug, dass Sulamin nichts von der Blase mitbekommen dürfte. Ja, ich hänge meine Abalone vom Rücken um den Bauch und mache Raffim auf mich aufmerksam. Das gefällt mir nicht. Werden immer mehr. Drücke mich in den Torbogen und bin kurz davor zu verschwinden. Ja, ich würde nicken, aber sehe relativ ratlos aus. Sind das Feinde? Von mir kriegst du so viel Schulterzucken. Ja. Für mich sind das Echsen, also Feinde, also nicke ich. Okay, derweil weiter unten. Habt ihr noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich euch bitten, dass ihr wieder nach oben tretet. Immerhin haben die Orgien angefangen und wir haben viel Mühe investiert, damit sich alle während den Gründertagen wohlfühlen. Auch Fremde, die mit Aveshas Segen unterwegs sind. Ja, natürlich. Ich wollte euch nicht von den Feierlichkeiten abhalten. Habt vielen Dank, dass ihr uns diese Statue gezeigt habt. Asaban, kommt ihr? Nun, ja, wenn wir wieder zurückgeschickt werden, dann gerne. Und damit schließt er sich dir an und Satrapina führt euch dann wieder über ein paar Treppen nach oben.
Du weißt, dass Hassan immer an deinem Rücken ist, aber du siehst wohl, wie auch Asaban so ein bisschen an deinem Schleier zieht und euch beide so ein bisschen zurückfallen lässt. So hinter Satrapina, damit sie dann nicht mehr ganz so zuhören kann. Ich schaue ihn fragend an. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum wir hier sind. Wisst ihr es? Ist das der Grund, warum wir hier sind? Ich weiß nicht, warum ihr hier seid, aber die Statue ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Darf ich fragen, was ihr sucht, Schwester? Ich bin nicht sicher. Ihr scheint nicht zu wissen, was ihr selbst sucht. Das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, warum wir hier sind. Ich habe mich der Gemeinschaft angeschlossen, weil ich gefragt worden bin, und ich fand El Burum dann tatsächlich ohne die Sultane etwas langweilig. Nun, ihr hofftet, hier etwas über unsere Göttin herauszufinden. Mir scheint, ihr habt bisher nur Dinge über ihre Widersacherin herausgefunden. Und Leftern.